Herzlich willkommen zur letzten Fraktionssitzung in diesem Jahr. Der CDU-Teil hatte einen aufregenden Parteitag in Hamburg. Wir haben eine neue Parteivorsitzende. Annegret Kramp-Karrenbauer wird jetzt in Eigenschaft als Parteivorsitzende natürlich auch an der Fraktionssitzung teilnehmen. Auch der neue Generalsekretär, der ja Fraktionsmitglied ist, der Paul Ziemiak. Wir haben in den letzten Wochen ziemlich viel geliefert. Wir haben gesagt, wir wollen liefern. Wir wollen das Leben der Menschen jeden Monat Stück für Stück besser machen. Das haben wir mit vielen Gesetzen gemacht im Bereich Arbeitsmarkt, im Bereich Pflege. Wir wollen das diese Woche fortsetzen. Nach dem Motto, das Beste für die Kleinsten, geht es jetzt darum, das Gute-Kita-Gesetz noch zu verabschieden, wo es um über 5 Milliarden Euro für Kindertagesstätten geht. Da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Uns als CDU-CSU ist der Qualitätsaspekt dabei sehr wichtig. Der SPD geht es mehr um die Beitragsfreiheit, aber ich denke, auch da haben wir einen ganz guten Kompromiss hingekriegt. Weiteres großes Thema diese Woche wird natürlich Europa sein. Wir haben heute einen Staatsbesuch aus Großbritannien. Europa wird Schwerpunktthema auch im kommenden Jahr in unserer Fraktion sein, nicht nur wegen der Europawahl. Wir wollen jetzt in jeder Woche einen Standardtagesordnungspunkt Europa aufsetzen, weil es so viele Dinge zu besprechen gibt. Und die ganz wichtigen Dinge, die erzählt Ihnen Katja Leikert, die als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für das Thema Europa zuständig ist. Das mache ich sehr gerne. Ja, in der Tat, für uns ist Europa ein ganz zentrales Thema in der Fraktion. Wir haben ja gesehen, wenn eines Europa nicht brauchen kann, dann ist das Chaos und Instabilität. Jetzt haben die Briten entschieden, dass sie vor 3 Jahren mit einem Referendum aus der Europäischen Union ausscheiden wollen. Es wurde lange verhandelt. Wir haben ein Austrittsabkommen, wir haben ein Abkommen über eine politische Erklärung. All das halten wir für gut angesichts der Situation, angesichts der Schwere, wie kompliziert es war, so ein Austrittsabkommen zu verhandeln. Die Koalitionsfraktionen haben vereinbart, dass wir diese Woche einen Antrag beraten darüber, dass wir zu diesem Abkommen stehen. Und für uns ist ganz, ganz wichtig, und dabei bleibt es auch, es muss einen Unterschied machen, ob ein Land ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist oder eben nicht. Und genau das wollen wir mit dem Abkommen auch mit dem Antrag auch unterstreichen. Wir wollen, dass Bürger und Unternehmen Planungssicherheit haben. Wir wollen weiterhin ein gutes Verhältnis zu Großbritannien haben. Und wir wollen vor allem, dass der Frieden auf der britischen Insel gewahrt ist. Und viele haben uns jetzt gefragt, wo dabei der Schlüssel liegt oder wo der Ball in welchem Spielfeld. Und wir können nur sagen, momentan liegt der Ball ganz klar in London.